Hallo und herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Oh ja, Aloy freut sich auch. Bisschen Schnee im Gesicht, ja, das tut gut, ne? Letzte Folge haben wir einen kleinen Schritt nach hinten gemacht auf der Map. Ich glaube, wir waren hier schon irgendwo, aber haben dann den Händler hier gesehen. Ich habe alles Mögliche verkauft und der findige Zuschauer hat es vielleicht gesehen. Wir sehen ein klein bisschen anders aus. Aber nicht viel. Ich habe uns ein neues Outfit angelegt. Und zwar die Nora Überlebende. Wie man sieht, ich habe da einiges an Verderbnisschutz reingepackt. Grundmäßig waren halt 15 Verderbnis, Blitz und Feuer-Eis-Schutz drauf. Ich habe nur die Verderbnisteile reingemacht, weil das so ziemlich die einzigen gewesen sind, die auch gegen Feuer und Eis noch was extra dabei gehabt haben. Mal gucken, wie sich die Rüstung schlagen wird im Kampf. Wir haben eigentlich nicht so oft mit Verderbnis zu tun, zumindest noch nicht. Aber vielleicht wird es ja noch. So. Die flüchten alle, oder wie schaut's aus? Nicht alle. Oh, den habe ich nicht gesehen. Den. Ja, jetzt ist aber mal ordentlich in die Luft geschleudert. Ich möchte die eigentlich dann schon noch mit bekämpfen. Einfach weil die auch Lohe geben. Die suchen mich. Ja, die finden dich auch gleich. Der erste liegt. Der zweite liegt nicht. Oh, jetzt aber. Ich hätte schon gerne ein bisschen mehr Lohe von denen gehabt. Wir haben ja vorher, glaube ich, in der letzten Folge auch von denen Lohe erhalten. Maschinenareal mit Grauhabichten. Na, klasse. Kann ich hier aus dem Baum was... Nee. Dass da teilweise Sachen im Baum stecken, ist auch nicht unbedingt so prickelnd. Was macht denn hier diese krassen Geräusche? Hier hat irgendjemand den Verwüster zerlegt. Und angeblich haben wir ein Grauhabicht-Areal gefunden, aber das wird mir nicht auf der Karte angezeigt. Und wir haben, glaube ich... Ah, nee, halt. Ah, okay. Da kommen wir noch ins Areal. Na gut. Das Einzige, was ich nicht aktiv gehabt hatte. Rotes Licht bedeutet Ärger. Ups. Oh. Ast rein. Das... Jetzt brennt er. Was ist mit dir? Ups, ich wollte es nicht wegschießen, ich wollte es eigentlich abbrechen. Oh, verzogen. Verzogen. So wie immer. Memo an mich selbst. Nicht die Flugrichtung selber mit einplanen. Einfach nur auf den Körper schießen, da passt das schon. Okay, dann jetzt schießen wir auf dich. Okay, zwei reichen. Treffe ich nicht. Aber der liegt am Boden. Oh, der ist schon wieder. Oh, damn. Uff. Jupp.
Ach, da geht es auf einmal kritischer Treffer wieder. Ist klar. Wir heilen uns einmal kurz. Wir erhellen die Nacht, dann brauchen wir den Mond gar nicht dafür. Habe ich da einen daneben gesetzt? Ah, der brennt einfach so schlecht. Hier ist auf jeden Fall irgendwas Lilanes. Okay, Gewebe. Modifikation, sagen wir es mal so. Okay, du fackelst von alleine aus. Bei dir müssen wir noch draufhauen, ja? Ja. Oh. Lebt er noch? Was ist mit dem los? Der hat doch keine Lebensanzeige mehr. Okay, das war ein bisschen seltsam. Haben ordentlich Feuerpfeile verbraucht. Ja, ein bisschen können wir da wieder herstellen. Okay, dann lass uns mal die Sachen looten. Ich nehme alles, was ich hier kriegen kann. Sieh sich das einer an. Nice, ein Grauhabichtherz. Liegt da noch irgendwo was? Ja, da hinten habe ich noch eine Leiche. Dann gehen wir auch schnurstracks zu den Banuk. Okay, es liegt auch irgendwie nicht noch was auf dem Weg. Keine Figur, keine Metallblume. Bei einer Banuk-Figur habe ich auf der Karte schon gesehen, die ist rechts neben dem Lager dieser Maschinenbändiger oder was das auch immer sein soll. Dann lass uns mal gucken, was es damit auf sich hat. Normalerweise müsste jetzt der Weg relativ frei sein. Auch wenn es da gerade ein klein bisschen gezuckelt hat. Banuk-Lager sein, von dem Wilgund erzählt hat. Ja, die sehen echt freundlich aus. Was ist mit den anderen Söldnern passiert, die er geschickt hat? Die Maschinen sind sanftmütig. Als ob sie schon überbrückt worden wären. Ja. Hi. Was machen wir hier? Jeder Moment, den wir vertrödeln, vergrößert den Abstand zwischen uns und der Herde. Welche Herde? Hat da jeder sein Haustier? Dieses Land ist voller Lärm. Aber es ist nur Lärm. Keine Geräusche. Okay. Was ist das denn? Ein Signal. Ja, ein Signal. Und sein Ursprung liegt oben auf dem Berg. Das sollte ich mir lieber mal ansehen. Lass uns mal da reinzoomen. Oh. Ja, danke auch. Wir quatschen erstmal. Hm. Aber vorher. Hast du noch irgendwas Krasses für uns? Ja, die Schattenschleuder, da bräuchten wir ein Kristallgeflecht. Die würde ich mir nämlich schon noch gerne holen. Ja, nächstes Mal, wenn wir ein Kristallgeflecht sehen, versuche ich mich daran zu erinnern, uns die Schleuder zu holen. Ach so. Sollen wir denn nicht mehr mit irgendwem quatschen hier? Einfach auf dem Berg. Okay. Ich hätte es schon gerne mit einem Anführer oder so gequatscht. Aber scheinbar gibt es hier nicht wirklich einen Anführer. Oh. Okay, dann noch hinten die Kiste looten. Beziehungsweise die zwei Kisten. Danke. Dann lass uns mal klettern, oder? Möge dein Lied auch lange klingen. Hier sind die Banuk den Berg wohl hinauf und hinunter gestiegen. Hey. Dieses Land ist voller Lärm. Aber es ist nur Lärm. Keine Geräusche. Okay.
Das hat die andere auch schon gesagt. Hier geht's hoch. Dann gehen wir den mal auf den Grund oder auf den Gipfel. Okay, kletterbar. Da müssen die Finger echt einfrieren. Aber die Banuks sind scheinbar echte Kletterenthusiasten. Denn jede Banuk-Figur, die ich bisher gefunden habe, war auch zum Erklimmen von dem Berg. Beziehungsweise war halt nur so erreichbar. Okay, die sind auch zahm. Spring halt gleich nach oben, Mensch! Muss dich doch nicht hier fallen lassen. Ich habe schon wieder Schiss bekommen. Nicht springen, sondern einfach nur laufen. Okay, jetzt hätte ich gemeint, die hüpft daneben. Die Grauhabichte warten nur ab. Ein gutes Zeichen nehme ich an. Ja, bis das Signal aufhört und dann gibt's Ärger. Da können wir uns die mal von nahen ansehen. Das sieht gefährlich aus, was der da im Schnabel hat. Schickt Wild und mich. Er hat sich anscheinend ein Gewissen gekauft. Ist doch egal. Nora, du musst die anderen aufhalten. Da oben. Wir sind hier heraufgeschlichen und haben ein altes Gerät entdeckt. Ganz klar, dass das die Maschinen beeinflusst. Und die anderen wollen es mitnehmen? Die Schwachköpfe wollen es in Scheuerfels verkaufen. Oh. Aber es ist schon ordentlich verbeult. Als ob es vom Himmel gefallen wäre. Wir wollten nicht, dass sie es ausgraben. Ohne dieses Ding hier oben werden die Banuk massakriert. Ich halte sie auf. Ihr verschwindet hier. Ihr habt schon genug angerichtet. Oh. Ah, eine faire Einschätzung. Ja. Ich glaube auch. Und euch ist bestimmt auch kalt, so wie ihr da hier rumlauft, ne? Oh, hoffentlich geht das Ding nicht im Kampf kaputt, wenn wir da ein bisschen mit unseren Pfeilen um uns werfen oder Sprengfallen legen. Warum habt ihr losgelassen, ihr Haufen? Kann mir jemand Fokus weiterhelfen? Das war doch deine Schuld. Oh, oh. Was habt ihr getan? Wer bist du? Du bist keine von den Banuk. Zu spät. Lass mich mal sehen. Moment, Moment. Das ist unser Fund. Er gehört uns. Wenn du es haben willst, was ist dir das Ding wert? Ich weiß nicht so recht. Es war deine Idee. Du hast angefangen, bring's zu Ende. Na gut. Vielleicht ist das nur Schrott. Doch auch Schrott hat einen Preis. Also sag schon, was ist es dir wert? Wer ist mit deinem Kopf? Deutlich mehr, als du es mir bist. Willst du weiterverhandeln? Vergiss es. Aus dem Osten kam noch nie etwas Gutes. Geil. Sie haben es verbockt. Unbekanntes Artefakt. Katastrophale Fehlfunktion. Das ist... lange her. Und die ganze Zeit hat es Signale gesendet. Immer schwächer. Ich muss zurück ins Lager, bevor die Maschinen zuschlagen. Oh oh. Das ist nicht gut. Gibt's hier noch irgendwas? Nee, die Figur ist hier drüben. Das heißt, wahrscheinlich von hier nach oben. Oder direkt hier als Klettervariante. Also, wir gehen zurück ins Lager. Ich würde... Wir gehen zu Fuß zurück. Vielleicht passiert da zwischendrin noch was. Doch, der schickt mich da lang, oder? Ja. Das sieht so seltsam aus mit der... Anordnung, okay. Ja, die werden jetzt wahrscheinlich nach und nach das Signal verlieren. Der Angriff hat schon begonnen. Oh. Na dann. Nach unten. Die Maschinen sind wütend. Die Maschinen. Bleib weg von ihnen. Nee, nee. Jäger, verteidigt das Lager. Tut, was ihr tun müsst. Ich verteidige hier. Kein Problem. Ich habe keine Angst. Kein Problem. Ich bin hier. Da, siehst du, so macht man das. Den Enten nehmen wir auch gleich mit. Jetzt kommt mein Lied, Maschine. Und was für eins.
Ja, sing ihm ruhig was vor. Ich kümmere mich dabei um die Massakrierung davon. Oh, raus aus dem Kreis! Oh, trotzdem hast du mal gekriegt. Okay, du greifst an? Dann komm her. Komm her! Bleib weg! Ja, der braucht noch ein paar. Ach, das sind Brandpfeile gewesen. Ups. Jeder Sieg hat seinen Preis. Ja, zum Beispiel einen halbleeren Medizinbeutel. Aber wie heilen wir es mit dem Ding? Im Sprung nicht möglich, okay. Passt schon. Rede mit Diguk. Und ich ziehe einfach weiter. Ja, mit dem hätten wir wahrscheinlich vorher reden sollen, bevor wir mit dem Fokus den Berg anvisiert haben und das Signal. Aber dann reden wir jetzt mit Diguk. Hey. Nora, hast du diese Veränderung kommen sehen? Yep. Nicht so richtig. Aber ich weiß, dass sich gerade viel verändert. Seine Brust? Diesmal waren es Fremde. Habt ihr das gesehen? Die Osseram dachten... Die Osseram denken nicht. What? Sie werden unser Gleichgewicht nie verstehen. Zwischen Mensch und Maschine. Das blaue Licht ist nun fort. Uns bleiben viele Lieder. Lieder voller Trauer, der Dankbarkeit. Und was jetzt? Gehst du zurück in dein Heimatland? Wenn die Jungen lernen, auf Eisschollen zu gehen, sagen wir, das Geheimnis ist immer ein Schritt nach dem anderen. Vielleicht offenbart sich eines Tages das Geheimnis der Maschinen. Das hoffe ich. Viel Glück, Diguk. Alter! Das ist ja voll der krasse Raver. Heiß. Das ist heiß. Ich würde sagen, wir gucken uns auf jeden Fall die Banuk-Figur an. Und gucken, ob wir das hinkriegen, den Aufstieg sofort zu sehen. Und dann gehen wir auch gleich zurück. Okay, da hinten fangen die Malereien an. Wahrscheinlich müssen wir da hinten auch zu klettern anfangen. Wer bist du? Ein Banuk-Wanderer? Okay. Sieht danach aus, als wäre hier der Anfang. Gut. Dann holen wir uns die Figur schnell. Also Bouldern sieht anders aus. Ah, wo geht's denn hier bitte schon weiter? Oh! I see. Dann hier nach oben wahrscheinlich. Mhm. Dann hier wieder. Bitte nicht mal den ersten Stein hochkommen. Okay, da hinten ist es schon. Passt. Bestrafung. Oh, das ist hier auch. Uns fehlt natürlich genau. Wahrscheinlich von den Banuk. Zwei für andere. Wo sind denn die Figuren noch, die zwei, die fehlen? Okay, eine hier drüben und eine dort. Die könnten wir uns aber noch holen, die ist ja direkt hier. Ich glaube, die Figur holen wir uns auch. Sollen wir die jetzt gleich in Angriff nehmen? Ja, komm. Mhm. Die nehmen wir jetzt gleich noch mit in der Folge und dann geben wir die Quest ab. Und dann schauen wir auf jeden Fall mal, was wir als nächstes machen. Komm, lass schneller gehen.
Ja, dort. Dauert. Wahrscheinlich, weil es eine komplett andere Gegend ist. Oder der lädt mir jetzt 10.000 Viecher außen rum und. Uah, ich bin nicht schon wieder. Zum Glück war die Nora da, um den Sonnenkönig zu beschützen. Was zum Teufel hatte die Garde dort zu suchen? Tja. Ich bin halt krass drauf, würde ich sagen. Dann markieren wir uns die Figur. Dann deaktivieren die Quest erstmal, damit wir nicht so. Nichts aus, wenn Talana Kanpadish Anführerin der Jägerloge wird. Moment, wir müssen ja noch eigentlich. Ach, die sind aber. Ja. Das sind unsterbliche Gänse. Das hier ist vielleicht nochmal ein Lagerfeuer? Oh. Hey, Kanickel! Hier kann man Bungee-Jump-mäßig nach unten und wieder nach oben. Oh. Gab's da unten irgendwas? Ach, selbst wenn. Wir haben es auf die Banuk-Figur abgesehen. Dann können wir uns wieder eine Belohnung abholen. Nice. Ich glaube, bei den Blumen haben wir nichts komplett. Das sehen wir im Notizbuch. Ja. Nee, weder bei den Blumen noch bei den Gefäßen. Damn. Hey, ihr zwei. Oh ja, Feierabend, Essen, Bad. Hört sich geil an. Wenn dann der ganze Stress vom Tag von einem abfällt, oh ja. Bitte sei irgendwas zum Heilen. Dankeschön. Okay, wir müssen definitiv noch weiter. Oh, hier ist eine Siedlung. Die haben wir auch noch nicht gesehen. Dann mache ich mal einen ganz kurzen Abstecher Richtung Siedlung. Wir gehen da noch nicht rein. Das nehme ich lieber mit. Aktivieren auf jeden Fall das Lagerfeuer. Die gucken wir uns dann auch irgendwann an. Wenn es doch nicht sowieso noch eine Quest dahin führen wird. Ich bin wach. Ja, da hat wohl jemand ein bisschen halb verpennt. Okay, das Lagerfeuer ist immer noch nicht aktiv. Doch, ist es aktiv. Passt. Dann scannen wir noch kurz hier das Büchlein. Die Nora! Oh. Ja, da ist es auch wieder viel zu lesen über den Stamm. Pausiert ruhig, wenn es euch interessiert. Fast. Moment. Das letzte Wort hat mich jetzt gerade etwas, danke so. Faszinierenden Vibes-Volks. Ja. Die ich laufen, ja, bla bla bla. Nur Momentaufnahmen dieses bizarren Bilden und doch seltsam faszinierenden Vibes-Volks. Okay. Was auch immer der da geschrieben hat. Wir holen uns die Winter-Banuk-Figur. Die Quests holen wir uns jetzt noch nicht. Das machen wir, wenn wir uns das Dorf mal wirklich anschauen. Fragt sich nur, wo wir da dann klettern wollen. Das sah nämlich jetzt auf der Karte nicht unbedingt sonderlich. Ja. Ja, wobei. Gucken, ob wir von hier schon was sehen können. Es ist irgendwo da hinten. Huch! Das hätte ins Auge gehen können. Ich werde das später ausschütteln. Ja, schüttel das mal später aus. Was haben wir hier denn? Sägezahn, okay, einfach. Aber da hinten ist ein Brüllrücken. Okay, haben schon lange nicht mehr gegen sowas gekämpft. Ach ja, Fertigkeiten haben wir auch zwei. Da nehme ich jetzt mal das unauffällig mit. Ich möchte nämlich diese weitere Ausweichrolle haben. Warum ich jetzt hier verstecke und nicht frontal reingehe, ist aus dem Grund,
dass ich den gerne überbrücken möchte. Komm her, Hündchen. Ich kann ihn nicht überbrücken? Jetzt schon? Das ging doch sonst immer, wenn man versteckt ist. Seltsam. Okay, Buddy. Dann folge mir. Wir fackeln hier mal ein paar Viecher ab. Okay, der ist ein bisschen weniger anfällig dagegen. Oh, das Ding ist ja Frostviech. Gute Nacht. Sag mir, dass du mich in Ruhe lässt, so lange. Okay, hat sich gelohnt, hoffentlich, wenn ich da mal auch wieder rauskomme aus der Ecke. Ja, du bist Geschichte. Dich da hinten frieren wir ein. Oh, ist schon eingefroren. Hallo? Hast du deine Überbrückung verloren? Können wir nur einen überbrücken? Das ist doch behindert. Ich dachte, wir könnten mit locker zwei überbrücken oder so. Du hast auch deine Überbrückung verloren. Das hat astrein funktioniert hier. Ach, komm her. Oder bleib weg. Nee, komm her. Oh, zu spät gesprungen. Aber immerhin was Lilanes dabei gehabt. Wir heilen uns mit einem Trank. Dankeschön. Da willst du nur einen kurzen Abstecher machen. Mein Plan ist definitiv nicht aufgegangen. Von wegen, ja, wir überbrücken einfach den Sägezahn und dann passt alles. Kann man wirklich nur ein Viech auf einmal überbrückt halten? Naja. Banuk-Figur ist auf jeden Fall hier irgendwo am Start. Ah ja. Das heißt, wir müssen da runter und dann hier wieder hoch. Na gut, dann lass uns das mal. Das hat nur ein bisschen wehgetan, passt schon. Wir können von hier aus das in Angriff nehmen. Oh. Oder wir holen uns die Figur einfach dann so. Noch eine Banuk-Figur. Wunderbar, wunderbar. Dann gehen wir auf die Karte und markieren das Lagerfeuer, bevor wir hingehen. Alter. Wir geben das noch ab. Das war die Dame. Holen uns dann noch die Questbelohnung ab von dem anderen Dödel. Und dann machen wir Feierabend für heute. Ja, die haben echt noch ein paar Probleme mit Rassismus da in der Stadt.
Wieso kann man hier gleich nochmal die Sachen hier kaufen? Wofür braucht man die Teile? Ah. Möchtest du heute gerne etwas kaufen? Ah, ich würde dafür schon. Zurück aus der Wildnis? Hast du Banuk-Relikte? Ja, haben wir. Jo. Fertig? Lass uns handeln. Okay, gib mir was Gutes dafür. Wir holen uns diese Belohnungskiste. Komm wieder, wenn du Banuk-Sachen findest. Wir brauchen nur noch eine. Ich will dir einen Handel vorschlagen. Und da nicht Waffen. Wir gucken uns was an, was es hier drin gibt. Ja. Schon wieder was. Waren die jetzt alle leer? Kann sein. Denn wir haben hier nur 5 grüne. Und die haben wir bestimmt mit einem. Die haben wir, glaube ich, vorher schon gefunden gehabt. Fremde. Modifikationskiste 5? Aha. Aber da stand nichts von wegen, dass wir Modifikationen gekriegt haben. Aha. Was ein Beschiss? Die hat uns einfach leere Modifikationskisten gegeben. Betrug! Betrug ist das! Naja. Ah, genau. Ich zahle gut für Banuk-Relikte, Fremde. Du bescheißt bei Banuk-Relikten! Das wird niemals reichen. Naja, dann gehen wir doch zu denen. Hey. Fremde! Du wirkst, als ob. Hey! Warte, dich kenne ich doch. Du bist wieder da. Wie war es denn? Grauselig. Sehr kostspielig. Das hatte ich befürchtet. Die Zahnmaschinen. Es ist kompliziert. Aber eine Art Signal hat sie beruhigt. Deine Männer waren gierig. Es ist weg. Glücksspiel lohnt sich nicht, Mädchen. Wäre ich doch Waffenhändler, das bringt was ein. Hier, nimm das. Die Hälfte, die für diese Schufte bestimmt war. Hälfte? Der Job ist erledigt. Und was sagtest du? Für ein Gewand, das besser zu mir passt? Was willst du, Kaja-Seide? Ach, ich greif mir selbst in die Börse. Na gut. Wehe, in der Belohnungskiste ist auch nichts drin. Die machen wir jetzt nämlich auch noch schnell auf. Naja. Naja. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.